einige Male gewünscht und wie ihr es den Titel hier schon entnehmen konnte, ist heute, wie ich denke, das lang ersehnte What's on my iPhone Video. Ich werde euch also alle Apps zeigen bzw. vorlesen, mehr oder weniger, die ich momentan auf meinem iPhone habe. Weiß ich noch nicht, wie lange das Ganze dauert, sprich ich werde es gleich noch drehen, aber ihr wollt jetzt und ich werde es euch auch im vollen Umfang präsentieren. Wünsche euch viel Spaß damit und vielleicht ist ja auch die eine oder andere App für euch dabei. Dann fangen wir also an. Ich habe mein iPhone insoweit sortiert oder aufgebaut, dass ich immer schaue, dass ich nur zwei Screens habe. Auf dem dritten Screen, das bleibt ein kleines Geheimnis, da sind schon die eine oder andere App dabei, die ich für die nächste App-Review vorbereitet habe. Fangen wir also auf dem ersten Screen an. Ich habe am Anfang ganz klassisch einige Apple-Apps, sprich hier die Nachrichten, also ganz normal zum SMS und iMessage schreiben, die Uhr, die ich häufig als Wecker meistens benutze, dann klassisch die Kamera und die Foto-App. Weiter geht's mit den Erinnerungen, dem Kalender, den Notizen und YouTube. Auch alles noch ganz normale Apple-Apps. In der dritten Zeile haben wir dann die Videos, das Zeitungskiosk, den Rechner. Jetzt kommen wir zu meinem ersten Ordner, den habe ich Dienstprogramme genannt. Da habe ich einfach viele Sachen reingepackt, die ich einfach nicht mehr brauche, weil ich dafür andere Apps habe. Sind auch alles, wie man sieht, nur Apple-Apps wie Safari, Karten, Musik, iTunes, Kontakte, iBooks, Game Center, Sprachmemos, Aktien, Wetter und Kompass. Alles also Apps von Apple und meistens benutze ich sie auch nicht, beziehungsweise was ich hier ab und zu noch benutze, ist die Karten-App. Ab und zu mal in den iTunes Store zu gehen und nach neuen Liedern zu schauen. Ab und zu zum PDF lesen, die iBooks, ganz selten schaue ich mal ins Game Center rein, meistens wenn ich Anfragen von euch bekomme und manchmal benutze ich die Sprachmemos, um vielleicht noch die eine oder andere Erinnerung zu verfassen. In der letzten Zeile haben wir dann den App Store, auch von Apple ganz klassisch und dann noch zu guter Letzt die Einstellungen. Unten in meinem Dock haben wir Telefon und Mail, auch ganz klassisch von Apple. Dann, was ich euch ja im letzten Video vorgestellt habe, Google Chrome, der mittlerweile bei mir Safari wirklich komplett ersetzt hat, den ich jetzt immer zum Browsen und Surfen nutze, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also auch hier nochmal eine ganz klare Empfehlung an Google Chrome. Dann natürlich werden die meisten von euch auch haben WhatsApp zum Nachrichten mit Freunden schreiben kostenlos. Und zu guter Letzt Spotify habe ich euch, glaube ich, vor zwei Videos vorgestellt. Der Musikdienst, der bei mir mittlerweile die klassische Musik-App ganz ersetzt hat. Ich synchronisiere auch eigentlich Musik kaum mehr jetzt mit iTunes, beziehungsweise benutze auch iTunes nicht mehr zum Abspielen meiner Musik, sondern Spotify ist sowohl am iPad, iPhone als auch am Mac mittlerweile mein Hauptmusikprogramm. Ihr seht schon, es sind fünf Programme in der Zeile, sprich ich habe ja den Jailbreak und so habe ich auch eingerichtet, dass ich rüber switchen kann, wo ich fünf weitere Apps hinzugefügt habe. Zum einen ist das Calorie Guard, das ist eine App, bei der man seinen aktuellen Nährwerte, was man am Tag isst, da alles reinschreiben kann. Ich tue gerade mit einem Freund seit ein paar Monaten im Fitnessstudio trainieren und da ist es ganz praktisch, wenn man so einen Trainingsplan hat, da kann man eintragen, was man alles isst und der rechnet einem dann aus, wie viel Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Kalorien, ähnliches man zu sich genommen hat. Dann Weather Bro ist meine Favoriten-App, was Wetter angeht. Ich hatte immer mal wieder andere probiert, aber die ist einfach meiner Meinung nach am genauesten, hat die genauesten Vorhersagen und ist auch am schönsten aufgebaut. Man hat viele Tage zur Übersicht, kann dann immer jeweils auf den Tag gehen und kriegt noch eine Stundenübersicht, was ich sehr schön finde. Kann auch sich ein Radar anzeigen lassen, Satellit und ähnliches. Ist also mittlerweile wirklich meine Lieblings-Wetter-App. Als nächstes haben wir einen sozialen Netze-Ordner von mir, wo ich einfach alle sozialen Netze reingepackt habe. Das ist zum einen Facebook, dann der Messenger von Facebook. Wenn ihr also nur Nachrichten schreiben wollt, könnt ihr das über den Messenger meiner Meinung nach deutlich schneller machen, weil die Facebook-App ja doch eine ziemliche Katastrophe ist. Dann seit kurzem gibt es von Facebook die Seiten-App, die euch dazu dient. Alle, die so eine Fanseite haben wie ich jetzt, Brennerchen 13 auf Facebook, die darüber zu verwalten. Dann die Twitter-App. Meine Google Plus App, Skype, PlayStation, da kann man seine Trophäen von seiner aktuellen Konsole anschauen und ähnliches. Dann Tappertalk, werden wahrscheinlich auch die meisten kennen, wo ihr einfach mit anderen Foren das Ganze koppeln könnt und könnt dann leichter als über den Browser in Foren neue Beiträge verfassen, neue Beiträge anschauen und ähnliches. Und zu guter Letzt Foursquare, was ich eigentlich mittlerweile kaum mehr benutze, das ist so eine App, da kann man einchecken an verschiedenen Standorten, bekommt dann so Punkte dafür und kann sich mehr oder weniger eigentlich mit seinen Freunden duellieren. Benutze ich aber, wie gesagt, mittlerweile wirklich kaum mehr. Man sieht dann, man kann sein eigenes Profil, dann kann man sich Statistiken anzeigen lassen und ähnliches. Benutzt aber auch aus meinem Freundeskreis so gut wie niemand.
Dann haben wir noch die Podcast-App, die Apple vor kurzem neu rausgebracht hat. Da wollte ich auch ein Video für euch machen. Die ist momentan aber noch so verbuggt und wirklich richtig schlecht, wie man es gar nicht von Apple kennt. Also warte ich dann noch, bis das ein oder andere Update kam, bevor ich die euch vorstelle. Und zu guter Letzt die Cydia-App, die einfach klassisch beim Jailbreak hinzukommt, wenn ihr eben sozusagen der App-Store des Jailbreaks. Das also auf meiner ersten Seite. Auf meiner zweiten Seite geht es dann los mit zwei Spieleordnern. Im ersten Ordner sind so meine All-Time-Favorites, die sich einfach über die letzten 4 Jahre, seitdem ich mein erstes iPhone habe, angesammelt habe, die für zwischendurch einfach immer mal gut geeignet sind. Das ist zum einen das klassische Angry Birds, dann Angry Birds Seasons, was momentan sogar im Angebot ist, kostenlos heruntergeladen werden kann, und Angry Birds Space. Dann der absolute Klassiker Doodle Jump, ebenso Jetpack und Early Bird, was wirklich auch ein witziges Spiel ist, wo ihr mit einem kleinen Vogel einen Wurm fangen müsst. Tiny Wings, da ist jetzt ein zweiter Teil angekündigt worden, wo ihr mit dem kleinen Vogel über die Berge springen müsst und möglichst weit kommen müsst. Fruit Ninja, denke ich, werden auch die meisten kennen, wo ihr eben Früchte mit eurem Finger möglichst schnell und möglichst viel durchschneiden müsst. Dann, hier wird es nur Water genannt, aber eigentlich heißt es, wo ist mein Wasser, wo ihr immer in die Erde verschiedene, ich sag mal, Kanäle zeichnen müsst, dass das Wasser zum Krokodil läuft und es duschen kann. Dann beide Cut the Rope Teile, sprich Cut the Rope das klassische und Cut the Rope Experiments, finde ich, sind wirklich zwei richtig schöne Spiele. Dann Jump Out, da springt ihr mit so kleinen Heuschrecken umher, hat schöne Physik, und hier kommt jetzt wieder der Jailbreak zum Einsatz. Ich kann mehr Apps in meinen Ordner packen, streiche also nach unten, hab da momentan noch Catapult King drin, das habe ich euch vor kurzem vorgestellt, in so eine Art Angry Birds Klon. Expanded habe ich euch auch vorgestellt, wo ihr die Würfel immer vergrößern müsst und so an eine Ziellinie gelangen müsst. On the Hop ist so ein Springspiel, in dem ihr mit so kleinen Buschmännchen umherspringen müsst. Minimotor, ein wirklich sehr, sehr cooles Spiel, ein Autorennen so im RC-Modus, also ihr steuert so kleine Autos umher, die wirklich ganz kleinwendig sind und auch gerne mal driften. Dann in der untersten Zeile, die sind da eigentlich momentan fehl am Platz, das sind drei Spiele, die ich mal so runtergeladen habe. Project 83113 ist ein Jump'n'Run, ist gar nicht so einfach, kann man sich ja mal anschauen. Dann Ocean Tower, da bin ich noch am Überlegen, ob ich das euch mal vorstelle. Das ist so ein Spiel, wo ihr eine Art Hotel aufbaut, aber das Ganze eben im Ozean. Und am Ende Troy Defense, das ist ein Tower Defense Spiel, das ich mir auch mal vor kurzem heruntergeladen habe. Und in meinem zweiten Spielordner sind mehr oder weniger Spiele, die zu schade zum Löschen sind und die ich eigentlich auch nicht richtig spiele, aber ab und zu vielleicht mal gespielt habe. Das ist zum einen Tofu 2, dann Blowsticks, wo man eben so Blockgebilde zerstören muss. Muffin Knight, habe ich euch auch schon mal vorgestellt, ist so ein Spiel, wo ihr einfach immer weiter aufleveln müsst. Burn the World heißt es, ich kann es eigentlich unter anderem Namen, aber hier müsst ihr verschiedene Gebilde aus Schnüren, soweit ich mich erinnern kann, verbrennen. Whale Trail ist so ein süchtig machendes Spiel, das macht mir mittlerweile nicht mehr ganz so viel Spaß, wo ihr einfach mit einem Wal durch so eine kunterbunte Regenbogenwelt fliegt. Ticket to Ride ist das klassische Zug um Zug, was viele als Brettspiel, denke ich, kennen werden. Das habe ich eine Zeit lang mal ganz gerne auch am iPhone gespielt. Head Soccer, da hüpft ihr mit kleinen Figuren hin und her und köpft einen Ball immer über gegenseitig euch ins Tor. Albert ist eine ganz abgedrehte und witzige App, die würde ich euch mal empfehlen, einfach runterzuladen. Hat einen ganz eigenen Grafikstil und ihr müsst da einfach so kleine Minispiele lösen. Logos Quiz, das verrät der Name schon, das ist einfach ein Quiz, wo man verschiedene Logos erraten kann. Dann dieses Spiel mit dem Einkaufswagen, ist der dritte Teil, heißt Shopping Cart Hero. Da könnt ihr nach und nach euren Einkaufswagen aufleveln und mit diversen Raketen und Zusätzen erweitern. Und euer Ziel ist es, am Ende möglichst weit zu fliegen. Tap the Frog 2 ist der Nachfolger, habe ich auch schon mal vorgestellt. Sind auch eine Sammlung von vielen kleinen, witzigen Minispielen. Dann als letztes in dieser Reihe, Wind Up Night ist ein wirklich sehr anspruchsvolles Jump'n'Run-Spiel, wo ihr als kleiner Ritter durch knifflige Welten laufen müsst. Man sieht schon, es geht hier noch gut weiter. Wir haben hier Air Penguin, wo ihr einfach von Klippe zu Klippe springen müsst und so einzelne Level meistern müsst. Dann den Bike Baron ist ein Spiel, wo ihr einfach euer Bike nach vorne und hinten neigen müsst und so diverse Level meistern müsst. Jetzt haben wir hier Burn the Rope, ist der Vorgänger von dem Teil, das ich euch oben gezeigt habe. Hier muss man so klassische Seilgebilde verbrennen. Cannabalt, auch ein ganz altes Spiel, zumindest aus meiner Sammlung schon, ein ganz klassisches Jump'n'Run in einem tristen, aber dennoch schön gemachten Grafikspiel. Cool Race, da tut ihr mit Einhörnern, mit
wie heißen sie, diesen Eis, Mammuts, so genau. Rennt ihr, macht ihr so Races, einen Berg runter. Draw Three habe ich eine Zeit lang mit meinen Freunden gespielt, da malt man gegenseitig Sachen und musste erraten. Hier haben wir gleich den deutschen Pendant. Malen mit Freunden heißt es, kann im Prinzip nichts anderes, beziehungsweise genau das gleiche. FIFA 12 war mein Angebot, habe ich auch nicht runtergeschmissen. Dann Flick Soccer ist so ein Fußballspiel, das ihr mit dem Finger steuern könnt, so den Ball umher schnippt. Gamepad dient dazu, was ich mal ausprobiert habe, wenn man FIFA 12 aufs iPad tut, kann man das iPhone als Controller benutzen. Funktioniert ganz gut, aber die Arbeit, was das Ganze macht, ist es nicht wert. Bei iSlash müsst ihr so kleine Sterne, also Wurfsterne, die bewegen sich in der Umgebung umher und ihr müsst dann ganz klassisch die Umgebung eingrenzen und dann so das Ganze verkleinern. Das habe ich früher mal eine Zeit lang gespielt, mittlerweile aber auch nicht mehr so weit. Also die bewegen sich hier und man muss dann hier die Welt verkleinern. Dann haben wir Jungle Joe, das ist ein Spiel mit kleinen Bushmännern, auch so eine Art Jump'n'Run, wo ihr eben von links nach rechts lauft. Monster Island habe ich sehr, sehr lange gespielt, hat mir viel Spaß gemacht, wo ihr eben einzelne Level meistern müsst, ist auch ein witziges Spiel, hier müsst ihr immer gewisse Sachen ans Ziel befördern. Bei Lavalanche habt ihr einen Turm aus verschiedenen antiken Steinen und müsst die nach und nach zerstören, bis am Ende nur noch einer maximal übrig bleibt. Motor Heroes ist auch so ein kleines witziger Funracer für zwischendurch. Munch Time ist auch vom Spielprinzip her ähnlich wie so viele klassische Spiele mit einer Drei-Sterne-Prinzip. Ihr seid hier ein Chamäleon und könnt euch mit eurer Zunge durch die Welt befördern. Trial X, das ist, wer es gleich kennt, Trials HD und Trials Evolution auf der Xbox 360, ist ein Spiel, in dem ihr mit einem Cross durch wirklich anspruchsvolle Welten hindurchfahrt und auch hier hauptsächlich mit Gas, Bremse und Neigung steuert. Shakespeare's ist ein Spiel, wo ihr klassisch wie früher im Mittelalter solche Ritterkämpfe macht, wo ihr zwei Pferde mit einer Lanze jeweils mit dem Reiter darauf aufeinander zureiten und dann sich gegenseitig vom Pferd stoßen müssen. Score habe ich während der und vor der EM ganz gerne gespielt, da spielt man klassische Ereignisse von früher nach, Spielzüge zeichnet die mit dem Finger auf dem Bildschirm und muss sie dann nachspielen, ist für Fußballfans wirklich eine richtig coole App. Temple Run, denke ich, wenn auch die meisten kennen, einfach ein Jump'n'Run in der Third-Person-Perspektive, wie ihr also hinter dem Charakter seid und da dann möglichst weit in einem Level kommen müsst. Jetzt die letzte Zeile meiner Spiele. Hier haben wir einmal Swordigo. Das ist ein Spiel, in dem ihr, können wir mal kurz reinschauen. Ich lasse es jetzt einfach mal im Hochformat. Wenn mich nicht alles täuscht, war das ein wirklich ganz gut gemachtes Spiel, was ich dann aber doch auch nicht so lange gespielt habe. Wir starten das mal kurz. Und nur damit ich euch jetzt keinen Quatsch erzähle. Das war genau so eine Art kleines Action-Adventure, wo ihr mit eurem Helden durch die Welt lauft, Gegner zerstören müsst und fand ich ganz witzig. In Robber Rabbit seid ihr Hasen, die mit Pistolen auf Karotten schießen müssen. Das sind überall diverse Hindernisse und ihr müsst so immer die Karotten am Ende ins Ziel bringen. Shark Dash habe ich auch, glaube ich, mal vorgestellt, ist von Gameloft, wo ihr mit einem Hai alle Entchen in der Badewanne einsammeln müsst und am Ende ein ziemlich abgedrehtes Spiel MAMC, mal kurz schauen, wie es richtig heißt, hier greift Monster eure Stadt an und ihr müsst dann so verschiedene Gebäude aufeinander bauen und so diverse Kombos erreichen, um dann möglichst viele Punkte am Ende zu bekommen. Kann man sich also einfach mal runterladen und anschauen, ist ein wirklich ziemlich abgedrehtes Spiel. Als nächstes kommen wir zu meinem Nachrichtenordner. Wie es der Name verrät, hier dreht sich alles um die Nachrichten. Zum einen Pocket ist einfach dafür da, ist auch auf iPad, iPhone und Mac verfügbar. Wenn ihr eine Website gefunden habt, wo ihr gerade keine Zeit habt zu lesen, könnt ihr das einfach in eure Pocket packen. Ihr könnt dann auf die App tippen und egal auf welchem Gerät ihr seid, seht ihr dann alle Webseiten bzw. Artikel, die ihr da abgespeichert habt. News Republic ist eine ganz schöne News-Sammlung, da kann man verschiedene Kategorien auswählen, was man wo haben will, Technik, Inland, Ausland, ist wirklich ganz schön. Tagesschau-App, denke ich, werden auch die meisten kennen, ist für mich eigentlich fast so die beste Nachrichten-App auf dem iPhone. ZDF, das ist die Mediathek, hier kann man sich also Sendungen anschauen, ab und zu mal die Tagesschau ist da ganz praktisch. Dann die Focus-App dient auch einfach dazu, um stets up-to-date zu bleiben, genauso Spiegel Online. NTV und N24, beides zwei Fernsehsender-Apps, sind nicht die besten, aber teilweise sind ja doch gerade auch, was Fußball angeht, ganz interessante News, die anderen Apps nicht haben. Flipboard ist einfach, wann auch, denke ich, viele kennen, wo ihr verschiedene Dienste und Nachrichten eintragen könnt und ihr wann euch dann einfach in einer schönen Form
angezeigt. Sprich, ihr könnt dann hier euer Facebook, euer Twitter einbinden und eben auch verschiedene Webseiten, YouTube und ähnliches. Man sieht, die Navigation sieht wirklich sehr schön aus und man kann dann so auch durch diverse Seiten durchnavigieren. Dann die letzte App ist Giga, die ist einfach, um Sachen in Sachen Technik up-to-date zu bleiben, ist die ganz gut gemacht. Auch wenn Giga sicher nicht gerade die qualitativ hochwertigste Seite ist, manchmal sind auch hier ganz interessante Artikel dabei. Der nächste Ordner heißt Finanzen und darum dreht sich auch alles darin, ist einmal die Sparkassen-Online-Banking-App, also um Kontostand abzurufen, Überweisungen zu tätigen. Genau das gleiche dann noch von der Volksbank, heißt vl.de. Und zu guter Letzt, was Banken angeht, von der Hypovereinsbank auch eine Online-Banking-App. Die können alle drei das gleiche und funktionieren soweit auch alle ganz gut. Dann die PayPal-App, wo ihr eben PayPal, denke ich, die meisten können sicher im Internet bezahlen, geht auch über Smartphone wirklich gut und problemlos. Die Amazon-App zum Shoppen, genauso die eBay-App und zu guter Letzt die Payback-Punkte. Gerade beim Tanken ist das ganz praktisch, kann man seine Gutscheine vorher online einlösen am iPhone, kurz bevor man tankt, und kann dann fleißig Payback-Punkte sammeln. Als nächstes kommen wir zu Sport, wo ich gerade sehe, dass die ersten zwei Apps dann rausgeschmissen werden können. Es waren beides die Euro-Apps, die ich euch in einem Video vorgestellt habe, die ist ja jetzt vorbei. Dann Eurosport ist eigentlich mit so meine Favoriten-App, weil einfach zu vielen Sportarten da alles schön gesammelt ist. Dann als Bayern-Fan die FC Bayern-App, die benutze ich aber ehrlich gesagt seltener. Dann iLiga ist eine ausschließlich auf die Bundesliga und zweite Liga und mittlerweile auch ausländischen Ligen konzentrierte App, also dreht sich alles um Fußball. Sky Go, einfach um unterwegs Sky zu schauen, wir haben ein Sky-Abonnement, das kann man dann schön unterwegs mal nutzen. Mein Club ist von Bild.de, da kann man sich auf einen Club spezialisieren, habe ich auch in dem Fall Bayern eingetragen. Man könnte aber auch mehrere Clubs auswählen und kriegt dann einfach immer zu den einzelnen Clubs die News, die sonst auf Bild.de veröffentlicht werden, beziehungsweise aus Sportbild, in einer wirklich ganz schönen Ansicht angezeigt. Als nächstes habe ich hier noch Kicktipp. Hier habe ich in diversen Foren und mit Freunden zu Kicktipp-Runden. Das sind so kleine Tippspiele, die man organisieren kann. Und da tippen wir alle. Laola1.at habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Kann man teilweise Spiele vom spanischen Fußball, die nirgends im Fernseher kommen, anschauen mit deutschem Kommentar. Ist wirklich ganz gut. Der Sky Barfinder habe ich dafür, wenn ich mal unterwegs bin oder im Urlaub und mal keine Möglichkeit habe, Fußball anzuschauen, dass ich irgendwo eine Bar finde, die eben eine Sky-Zertifizierung hat, also einen Fernseher, wo man das Ganze anschauen kann. Dann noch zwei Trainings-Apps, die einfach so mal zum nach einzelnen Übungen schauen so ganz interessant sind. Die eine heißt Fitness Point. Da sind einfach alle Übungen schön gesammelt, in alle möglichen Kategorien unterteilt. Man kriegt dann auch eine angezeigt, wie die ausgeführt werden. Ist also gerade, wenn man mal kurz irgendwas nachschauen will, ganz praktisch. Und zu guter Letzt eine Bauchmuskeltraining-App, die ich fleißig daheim mache und ja, ist auch ganz gut gemacht. Ist zwar in Englisch und teilweise etwas buggy, aber wer sich hier ein Sixpack antrainieren will, der kann sich die App hier mal anschauen. Als nächstes habe ich den Unterhaltungsordner. Hier dreht sich eben alles mehr oder weniger um Fun und Spaß. Ist zum einen die TV-Spielfilm-App. Meiner Meinung nach die beste Fernsehzeitungs-App. Ich habe jetzt wirklich viele probiert, aber die hat mich über lange Sicht hin am besten zufriedengestellt. Als nächstes die Kino.de-App. Hier wird euch einfach alles schön über das aktuelle Kinoprogramm, über Vorschaus und über die aktuellen Charts. Kann man sich schön Trailer anschauen. Dann als nächstes eine Cineplex-App. Das Kino in meiner Nähe, wo ich mit meinen Freunden immer hingehe, ist ein Cineplex-Kino. Hier kann man dann online reservieren, was ich immer mache. Klappt wirklich problemlos. Dann haben wir Shazam, was dazu dient, einfach, denke ich, kennen auch die meisten Lieder, die gerade im Radio oder sonst wo laufen, taggen zu lassen. Sprich, das Programm verrät euch dann, was für ein Lied es ist. Der AV-Player, den habe ich auch schon mal vorgestellt. Hier könnt ihr einfach per Drag and Drop über iTunes einzelne Filme, Videos und ähnliches auf euer iPhone ziehen und könnt die dann so auf eurem iPhone anschauen. Couchfunk ist eine App, wo ihr euch mit Gleichgesinnten zu einzelnen Fernsehserien live während der Fernsehsendung unterhalten könnt. Die Chefkoch.de App ist eine riesengroße Rezepte-Datenbank, wo ich ab und zu mal nach dem einen oder anderen Rezept schaue. Clever Lotto, ich habe mal eine Zeit lang Lotto gespielt, da konnte man alles eintragen, Statistiken anschauen, es hat wirklich gut geklappt. Satu Live TV, hier könnt ihr einzelne Sender auf eurem iPhone anschauen, ARD, ZDF und so sind dabei. Bei den privaten sieht es da eher schlecht aus. Radio.de ist, wie es der Name verrät, einfach meiner Meinung nach die beste Radio-App, die es im App-Store gibt. James Oliver, denke ich, werden auch viele kennen, ist ein bekannter Koch. Hier eine kleine Rezeptsammlung von ihm. Und als letztes die Apple-App Cards, mit der man Karten an Freunde und Bekannte schreiben kann.
Dann die Produktivitäts-App, die ich viel für die Uni benutzt habe, aber auch so oft praktisch ist iStudies Pro. Hier könnt ihr euch klasse einen Stundenplan erstellen, sei es Schule oder Uni. Dropbox, denke ich, werden auch die meisten kennen. Ihr lagert eure Dateien in der Cloud ab und könnt dann von überall drauf zugreifen. Das gleiche kann auch SkyDrive, ist von Microsoft, benutze ich bis jetzt noch nicht so viel, aber einfach zusätzlicher Speicher, denke ich, kann nie schaden. Den Goodreader, denke ich, werden auch die meisten kennen. Hier könnt ihr einfach alle möglichen Dateitypen öffnen, könnt auch Notizen reinmachen. Ist wirklich eine richtig schöne App. Das Wörterbuch von Langenscheid gab es bei der 12-tagigen Geschenkeaktion von iTunes mal. Ist meiner Meinung nach das beste Englisch-Deutsch-Deutsch-Englisch-Wörterbuch. Klappt auch gut. Suchen geht leicht und intuitiv. Dann haben wir Pages von Apple. Habe ich hier noch drauf. Benutze ich aber ehrlich gesagt vor allem am iPhone eigentlich überhaupt nicht. Ist wie gesagt das Word von Apple. Evernote, hier könnt ihr ähnlich wie bei Dropbox Dateien auf iPhone, iPad und Mac oder auch PC hinzufügen und dann überall darauf zugreifen. Das Ganze dient aber eher dazu, zum Beispiel Screenshots zu machen oder kurze Notizen. Ist also nicht so für große Dateien oder Dateien im Einzelnen gedacht, sondern eher so ein virtueller Notizblock, sage ich mal. Da kommen wir dann auch noch zur ABC Notes. Habe ich mal runtergeladen, ausprobiert, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Habe ich jetzt aber noch nicht so viel benutzt. Hier könnt ihr euch wirklich ganz klassisch wie an so einem Pinboard einzelne Notizzettel machen. Die können über die Cloud synchronisiert werden. Sprich, dass ihr auf iPhone und iPad ganz synchron sind. Gibt dann auch so verschiedene Ansichten. Habe ich aber, wie gesagt, jetzt noch nicht so in meinen Alltag integriert. Aber ich wollte es jetzt mal auch nicht runterschmeißen. Dann die Dienstprogramme. Hier haben wir Flash Drive. Hier kann man mehr oder weniger einfach Dateien mit dem iPhone umher transportieren. Ihr könnt also einfach in iTunes über die App-Kategorie in die Flash Drive-App hinein und könnt dann da Sachen einfach hineinziehen. iPhone-Suche ist dafür, wenn ihr irgendeins eurer Geräte verlegt habt, könnt ihr das suchen bzw. orten lassen, könnt es sperren lassen, könnt es einen Ton ausgeben lassen, was manchmal auch ganz praktisch ist, wenn man sein Handy daheim verlegt hat. Remote dient dazu, um sein Mac oder Apple TV über die Remote-App mit dem iPhone bedienen zu können. Es klappt wirklich auch richtig gut. Die Das Örtliche-App ist meine Telefonbuch Nummer 1-App am Telefon, am iPhone. Funktioniert wirklich gut, um Nummern herauszusuchen oder auch Adressen. Navigon in Kombination mit meinem Vertrag bei der Telekom kostenlos ist für mich eine wirklich richtig klasse Navigations-App. Wenn manchmal im Auto die Navigation nicht so gut klappt, hat mir Navigon wirklich immer gut weitergeholfen. Das Kundencenter ist einfach die App, um zu sehen, wie viele SMS ihr geschrieben habt, wie viele Freiminuten ihr noch habt. Gefällt mir persönlich nicht ganz so und klappt auch nicht so gut, aber das Nötigste tut's doch. Freunde, momentan benutze ich es leider nicht, da niemand meiner Freunde und ein iPhone das intensiv benutzt. Dient einfach dazu, um zu schauen, wo sich seine Freunde aufhalten. Man kann sich darüber verabreden und ähnliches. Speedtest ist manchmal ganz praktisch, um zu schauen, wie schnell momentan seine Internetverbindung ist, sei es, ob man im WLAN-Netz ist oder Edge oder 3G. Die Apotheken-App habe ich mehr oder weniger für meine Mutter runtergeladen. Die haben eine Apotheke, meine Eltern. Und da sollte ich mehr oder weniger Sachen ausprobieren. Das ist eine App, die normalerweise dazu dient, Sachen bei seiner Apotheke reservieren zu lassen, dann die Apotheke anzurufen und ähnliches. Der Authenticator von Blizzard. Ich habe eine Zeit lang Diablo 3 gezockt, als es neu rausgekommen ist. Da gab es ein Problem, dass so viele Accounts gehackt wurden. Deswegen habe ich den hier. Da wird vor jedem Spiel ein neuer Code generiert. FoxTube dient dazu, YouTube-Videos herunterzuladen auf euer Gerät und sie so auch offline anschauen zu können. Funktioniert eigentlich ganz gut, ich habe es aber auch nur mal runtergeladen und jetzt mehr oder weniger nicht benutzt. Lieferheld habe ich heute ganz neu runtergeladen, ist eine App, wo ihr euch über Lieferdienste in eurer Umgebung informieren könnt, könnt dann die Karte einsehen und könnt dann direkt über die App bestellen und euch das Ganze schicken lassen. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich mal schauen. Wenn ich es gemacht habe, sage ich euch vielleicht, wie es geklappt hat. Dann noch ein Fotografieordner, wo einfach sich alles um Foto und Video dreht. Ganz oben Instagram, was ich wirklich am häufigsten benutze. Dann die Powercam ist einfach eine App mit zahlreichen Filtern, die ihr über eure Bilder lesen könnt. Bei Pic-Play Post könnt ihr Videos und Fotos kombinieren, das ist ganz witzig. Da könnt ihr dann so Rahmen und Collagen erstellen und könnt auch Videos einbauen. Dann ein QR-Reader, wenn ich irgendwann wo einen Code habe und da drauf will. Pickle Please, das ist so eine ähnliche Instagram-Alternative. Wenn ich mich aber recht erinnere, habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass da die Server bald abgeschaltet werden. Card Reader ist auch ganz praktisch. Ihr könnt die Visitenkarten einscannen und die werden dann direkt erkannt und ihr könnt dann so neue Kontakte erstellen, ohne alles tippen zu müssen. iPhoto habe ich euch auch vorgestellt, wo ihr einfach auch Fotos bearbeiten könnt, was ganz gut klappt. Benutze ich persönlich aber momentan eigentlich auch gar nicht. Ebenso iMovie, Videoschnitt am iPhone, finde ich doch etwas unpraktisch,
Und ja, ich mache alles an meinem Mac. Clipflip, eine App, mit der ihr Geld verdienen könnt, habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt, ein paar kleinere Clips gemacht, momentan aber auch gar nicht mehr, weil man einfach meiner Meinung nach nicht so viel bekommt und der Aufwand da nicht ganz so in Relation mit der Vergütung steht. Reposito ist wirklich eine praktische App. Hier könnt ihr Kassenzettel abfotografieren und könnt so das Original wegschmeißen, weil dann alles auf dem Server von Reposito gespeichert wird und so könnt ihr dann Garantieansprüche über die App stellen. VideoFX Live ist eine weitere App, wo ihr einfach zahlreiche Filter über Bilder legen könnt. Und zu guter Letzt haben wir noch Arasma Lite. Das wurde uns in Barcelona auf dem Mobile World Congress gezeigt. Das hätte ich deswegen runtergeladen. Ist eine App, das kommt mittlerweile immer mehr, dass bei zahlreichen Produkten Augmented Reality eingebaut wird. Ihr haltet also eure Kamera hin, wenn ihr in der App seid, und dann kommt beispielsweise aus der Cornflakes-Packung irgendein Monster raus oder so. Das können die Firmen machen. In Amerika ist es schon populärer, hier in Europa bzw. in Deutschland noch nicht ganz so. Als letztes mein Jailbreak-Ordner-App, wo einfach meine Jailbreak-Apps drin sind, die ich benutze oder zumindest habe, ist der Activator. Da könnt ihr verschiedene Gesten festlegen, was was macht. Winterboard, hiermit könnt ihr die Themes von eurem Device ändern, sprich Icons ändern, Hintergründe. Da kann man wirklich einiges machen. Open Backup dient dazu, ein Backup von euren Cydia-Dateien zu machen, sprich, wenn ihr euer iPhone mal resettet, ladet man sich Open Backup wieder runter und kann das Ganze dann wieder herstellen. iFile ist mehr oder weniger der Finder von iOS. Hier könnt ihr euer komplettes iPhone durchsuchen, in die tiefsten Ordner eindringen und auch Änderungen vornehmen. Dann haben wir einen Game Boy Color Emulator, den ich mir mal heruntergeladen habe. Kann man beispielsweise Pokémon, die rote Edition oder ähnliches spielen. Das funktioniert auch ganz gut. Habe ich jetzt nicht lange oder oft gemacht, aber ist für zwischendurch ganz witzig, wenn man mal kurz Pokémon an seinem iPhone spielen will. Man sieht, dann wird hier so ein Pokémon Game Boy Color Outfit geladen und man kann auch ganz gut spielen. Es funktioniert ganz gut, ist für zwischendrin wirklich ganz lustig, gerade für die, die sicher früher Pokémon gespielt haben. Dann haben wir Spring to Mice. Hier könnt ihr auch einfach zahlreiche Änderungen vornehmen, wie beispielsweise die 5 Icons in meinem Dock. Den Icon Harvester, hier könnt ihr verschiedene Icons auswählen. Da gibt es eine riesige Auswahl. Wenn ihr beispielsweise sagt, euch gefällt das Telefon-Icon nicht, könnt ihr das über den Icon Harvester einfach ändern. Dann haben wir einen NES-Emulator, der auch nichts anderes kann als der Game Boy Color-Emulator. Hier könnt ihr also NES-Games zocken. Und zu guter Letzt einen Game Boy Advance-Emulator, wo ihr dann Game Boy Advance-Spiele emulieren Ja, könnt. das waren jetzt also alle Apps, die ich momentan auf meinem iPhone habe. Vielleicht ist ja wirklich was für euch dabei. Bei Fragen einfach in den Kommentaren schreiben. Ich schaue mir die doch des Öfteren an und kann euch dann auch Fragen beantworten, wenn ihr zu einer oder anderen App irgendeine Frage habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen, wenn ihr das Video mit Freunden und Bekannten teilen würdet und mich auch, wenn ihr es denn noch nicht habt, abonnieren würdet. Gerne könnt ihr mir auch auf den sozialen Netzwerken folgen, die ich euch hier unten einblende. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!